Von der Throm zur Diözesenfraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich will am Anfang schon sagen, dass ich es sehr befremdlich finde, mit welchem Fanatismus und Ausblendung der Realität hier von links über grün bis zur AfD hier gesprochen wird. Und wenn hier von der AfD Worte fallen wie die Zwischenverwahrung von Menschen, dann ist dies eine menschenunwürdige Wortwahl. Und gegen eine solche Wortwahl verwahre ich mir für meine Fraktion. Und wenn dann populistisch so getan wird, als ob man einen Schluss mit Sozialleistungen für alle Asylbewerber anerkannt wie nicht anerkannt machen könnte, dann ist dies unerträglich an einem Tag, wo wir heute Morgen 70 Jahre Grundgesetz gefeiert haben. Sie scheren sich um Dreck um das, was unser Bundesverfassungsgericht erklärt. Dieses hat nämlich mehrfach entschieden, dass eine gewisse Grundsicherung für Asylbewerber notwendig ist. Und deswegen müssen Sie auch dies anerkennen und dürfen den Menschen nicht immer Sand in die Augen streuen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt gehen wir noch mal zurück auf den Ursprung. Es geht heute um Menschen, und zwar ausschließlich, die nach einem langwierigen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, oft über mehrere Instanzen, rechtsstaatlich abgehandelt, rechtskräftig verpflichtet wurden, unser Land zu verlassen und dieser Aufforderung des deutschen Staates nicht folgen. Und deswegen müssen wir uns alle hier schon die Frage stellen, wollen wir uns von denen, die dieser Pflicht verschuldet nicht folgen, weiterhin auf der Nase herumtanzen lassen? Oder wollen wir in der Tat das, was wir hier auch in Gesetze gefasst haben, tatsächlich auch durchsetzen? Ich denke, wir hier als Demokraten müssen doch alle uns dahinter vereinigen können, dass wir Recht auch durchsetzen können und wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde es auch befremdlich, wenn die Frau Kollegin Pollat hier von den Vorwurf von einer Urbanisierung erhebt. Auch dies ist, Frau Pollat, bei aller Wertschätzung eine Entgleisung. Und deswegen will ich Ihnen nochmals vorhalten, was Ihre Parteivorsitzende, Frau Baerbock, an dem bemerkenswerten Interview, Sie kennen es schon, vom 8. Dezember 2018 in der Süddeutschen Zeitung gesagt hat. Abschiebungen können mit massiver menschlicher Härte verbunden sein. Das ist für uns ein schmerzhaftes Thema. Aber wenn wir das Recht auf Asyl aufrechterhalten wollen, müssen wir auch für Rückführung für die Durchsetzung des Rechtsstaates sorgen. Genau dieses hat Ihre Parteivorsitzende gesagt. Insofern nicht nur Lippenbekenntnisse der Grünen, wo sie populistisch die Menschen beruhigen wollen, sondern hier auch Taten im Parlament, da wo es drauf ankommt, folgen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, und die Frau Jelbke hat ausgeführt, wir hätten gar kein Vollzugsdefizit. Ich weiß gar nicht, ob Sie die vielen Anfragen, die Sie ständig an die Bundesregierung stellen, auch tatsächlich lesen und zur Kenntnis nehmen. Weil darin ist klar ersichtlich, dass beispielsweise im letzten Jahr die Mehrheit der Abschiebeversuchungen im Versuchsstadium stecken geblieben sind. Und wiederum von den nicht geglückten Abschiebeversuchen etwa die Hälfte daran gescheitert sind, dass wir die Menschen, dass wir derer nicht habhaft geworden sind und diese tatsächlich auch an die Flughäfen und die Flugzeuge führen können. Insofern ist es nur richtig, wenn wir, ich gestatte eine Zwischenfrage, gestatten Herr Sie, Präsident, weil meine Zeit ist jetzt gerade am Ende. Ich möchte noch mal zu dem Punkt Stellung nehmen, was die Abzuschiebenden gehen. In der Tat bin ich der Meinung, die Bundesregierung muss über die Zahlen Klarheit schaffen in der Öffentlichkeit. Wir reden hier tatsächlich über eine Zahl von etwa 50.000 Menschen, die abgeschoben werden sollen. Die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode hat im Asylpaket 2 beschlossen, dass eine Abschiebung dem Betroffenen nicht angekündigt werden darf. Das bedeutet, dass man in Nacht- und Nebelaktionen in der Regel in die Unterkünfte geht, die entsprechenden Menschen aus den Flüchtlingsunterkünften rausholt und sie abschiebt.
immer häufiger passiert ist, dass diese... Rede halten, sondern eine Zwischenbemerkung machen. Das ist zulässig, dass ich auch Frage stelle, aber ich darf auch eine Zwischenbemerkung machen. Immer häufiger passiert ist, dass Geflüchtete nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Abschiebung auch durch richterliche Anweisungen oder überhaupt durch ein Gerichtsverfahren klären zu lassen. Das sagen die Anwälte, die diese Menschen vertreten. Und ich frage Sie, ist Ihnen das überhaupt bekannt oder auch bewusst, dass die Zahl derjenigen, die heute abgeschoben werden, immer häufiger auch brutalisiert ablaufen? Das sagen die Zahlen Ihrer eigenen Bundesregierung aus kleinen Anfragen. Das kann doch nicht sein, dass man im Grunde genommen so menschenunwürdig damit umgeht, dass diese Betroffenen keine Möglichkeit mehr haben zu klagen. Ja, sehr geehrte Frau Jelke, also zunächst mal waren es letztes Jahr 57.000, die abgeschoben werden konnten, und die Mehrheit derer konnten nicht abgeschoben werden. Und davon wiederum waren es etwa 40%, knapp 8.000 Menschen, die man nicht zum Flughafen oder anderen Einrichtungen zuführen konnte. Und ich sage es nochmals, wir haben hier ein rechtsstaatliches Verfahren. Und wer hier vollziehbar ausreisepflichtig ist, mit allen Rechtsmitteln, die er vorher nehmen konnte, der muss tatsächlich dann auch dieses Land verlassen. Und wenn Sie jetzt darauf hinweisen, dass es da auch Gewalt geben sollte, auch das haben Sie in Ihrer Rede gemacht, dann weise ich Sie darauf hin, dass das ursprünglich der Widerstand der Menschen ist, der hier entsprechend dem begegnet werden soll. Insofern glaube ich, dass wir hier in Deutschland ein Vollzugsdefizit haben, und diesem wollen wir nachkommen, indem wir jetzt mit diesem geordneten Rückkehrgesetz die Mittel, die Instrumente, die der Staat zur Verfügung hat, um tatsächlich die Ausreisepflicht, diesen Rechtsanspruch des Staates auch durchzusetzen, zu schärfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich schließe